So, und da sind wir wieder. Ich musste jetzt ganz schnell unterbrechen, weil, obwohl es wäre eigentlich egal gewesen, ob ich über die 15 Minuten komme, denn ich darf jetzt ja auch länger aufnehmen. Aber muss ja die Großzügigkeit von YouTube nicht auf die Probe stellen. So, da kommen jetzt dann die Dinger drauf. Ja, der muss mittig. Nein. Und jetzt noch eine Reihe hier drum. Dass man hier quasi nicht runterfallen kann. Und schon muss ich sagen, sieht das Ganze anders aus. Hinterher könnte man noch jetzt die Cobblestones durch Bricks ersetzen hier. Dann hätte das noch einen eigenen Charakter. Oh, die machen doch auf jeden Fall was her. Ich bin mal gespannt auf die besseren Tech, auf die HD Texture Packs, wie es da aussehen wird mit den Eisenstäben. So, und inzwischen ist es jetzt auch dunkel geworden. Und wir gucken mal. Da kann auch nur noch eine Spinne um. Hier scheint noch viel drunter zu sein. Ja, aber da war auch die Höhle, wenn ich mich nicht irre. Ah, guckt mal. Damit haben wir schon einen Knochen. Oh. Zwei Knochen. Fünf Knochen sollten uns erstmal reichen. Ich muss auch sagen, ich bin froh wieder im... Oh Gott, nicht der Grüne wieder. Genau da, wo wir lang müssen. Gut. Sind zu doof, hier hochzuklettern. Oh je, da steht er wieder. Da steht er gleich zweimal. Ob wir sie so ein bisschen beobachten können. Denn sie sollen ja auch nicht nur rumlaufen, sondern auch was bauen. Oder soll das auch jetzt mit 1.9 erst kommen? Ich finde sowieso, hier in der Ecke könnte eine Treppe hin. Also gerade hatten sie noch Blöcke in der Hand, das habe ich gesehen. Weit verhalten sich ja recht friedlich. Sie tun mehr oder weniger gar nichts. Und sobald ich einen angucke, oh, kriegt er die Klappe auf. Haha. Haha. Oh, bist du im Wasser gespawnt? Oh, du armer Ba. Ey. Der hat Laub geklaut. Das ist Griefplay. Dafür fliegst du vom Server. Noch ein Mob mehr, der einen die Umgebung auseinandernimmt. Wie schön. Aber er ist tot. Ah, ich find's gemütlich. Laub. Laub. Ach, über Glas kann es auch wachsen. Ja, ich muss wirklich mal dann irgendwann mal rangehen und stutzen.
Ich hoffe, das ist das richtige Laub. Na, 5 Knochen. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Anläufe, unsere Pilze wachsen zu lassen. Aber hier kommt ja sowieso noch eine Holzdecke drüber. Und der hat einen Block in der Hand. Und da sagt man, die Viecher sind selten. Was macht der jetzt mit dem Block? Ja, yeah, was du machst, Zombie, ist mir eigentlich relativ egal. Ich will wissen, was er macht. Scheinbar läuft er nur rum und fühlt sich toll, weil er einen Block in der Hand hat. Das hier kriegt man wahrscheinlich auch noch schöner hin. Vor allem passender irgendwie. Aber wir bauen es erstmal aus Holz. Passend genug. Ja, ja, das kommt alles. Wir bauen da unten ja auch nicht so weit. Wir sind ja erstmal hier oben am Bauen. Da, wo unsere 4 Häuser stehen. So. Ich glaube, 4 kriege ich aus einem. Na, 3. Tür zu. Ja. Hier geht schon mal nicht. Ich sollte immer nur einen verwenden. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Nein. Ja, 5. Das ist ein Fliegenpilz. Und jetzt hoffen wir, dass es klappt, dass ich genau an der gegenüberliegenden Ecke... Hier... Nein. Wie viel habe ich noch von dem Zeug? Hm. Machen wir es halt breiter. So. Komm her. Gehst du da? Mach dich groß. So. 2 sieht jetzt natürlich etwas mickrig aus, aber ich glaube, den dritten kriegen wir nicht. Nein. Dafür sind es ja recht große Pilze. Jetzt setzen wir hier drunter noch den. Hoffen. Na, klappt nicht. So. Vielleicht bewachsen sie ja doch. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch Pilze in unserem Lager stehen. Hätte ich gerne noch einen weiter nach da gehabt, den Pilz hier, muss ich ehrlich sagen. Aber mein Gott. So, da kommt jetzt ein Zaun drum, da kommen Fackeln drauf. Und dann ist das jetzt hier auch erstmal beendet. Was haben wir heute alles gesehen? Ja, wir machen das Haus hier noch natürlich frei von Ranken. Wir haben... Die wachsen aber sehr schnell, das stört mich schon fast. Wir haben eine Schlucht gesehen. Wir haben mit Endermans gespielt. Wir haben uns von Endermans unsere Mauer kaputt machen lassen. Wir haben Ranken geerntet. Pilze großgezogen. Mit Fans, mit, wie heißen sie nochmal, gespielt. Und jetzt kommt noch das, auch noch was Neues. Wir bauen nämlich jetzt ein... Nein, so bauen wir es nicht. Und zwar bauen wir jetzt ein... ein Tor. Das ist jetzt ein Gartentor oder ein Zauntor. So, der will natürlich gerne von hier reingehen. So. Ja.
So. Hier können wir jetzt eigentlich sofort die Reihe runterziehen. Hier wird wahrscheinlich eh nichts hinkommen. Vielleicht hier unten noch irgendwas Kleines. So. Auf der anderen Seite noch. Und dann zeigen, gucken wir uns mal das Soundtor an. Und zu. So, jetzt setzen wir Fackeln drauf. Alle reden davon, dass das Spiel noch so verbuggt sei und nicht spielbar. Allerdings, ich meine, guckt euch das an, wir haben jetzt hier ja über 3 Stunden gut gespielt. Okay, das mit den Kisten, dass die noch falsch stehen und so, das ist... So. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen mies, aber mein Gott. Hier könnte ich vielleicht... So, damit man das Türchen sieht. Sieht etwas, ich sag mal, klein aus, aber mein Gott. Es reicht, um durchzukommen. Was will man mal... Was will man mehr? Man kann auch nicht drüber springen. Ah, ich mag diese Pilze. Ich finde sie toll. Die meisten sagen, oh, sind die hässlich und oh. Aber ich finde die toll. Ich finde, das ist eines der besten Dinger aus 1.8, dass man Pilze pflanzen kann. Also richtige, riesige Pilze. Da könnten wir uns zum Beispiel so einen Fantasy-Wald bauen. Oh, und ich muss was essen. Ja, nächstes Mal werden wir anfangen, uns ein paar Grundnahrungsmittel anzupflanzen. Hätten wir eine Todesmine gefunden, hätten wir jetzt vielleicht schon unsere ersten Melonensamen gefunden. Ah, mein Gott. Ist nicht. So, ich denke, wir machen jetzt noch eine Folge, wo wir dann noch so ein bisschen hier an den Fenstern, zum Beispiel die Ranken entfernen. Und ich möchte gerne noch ein paar Glasplatten herstellen. Einfach nur mal, um zu zeigen, wie die gehen. Und ich sag erstmal tschüss.